Sankt Martin kommt, he, holla, he. Sankt Martin kommt, heut kommt Sankt Martin zu uns. Ach, seh nur, liebe Ida, wie schön das Lichtermeer der vielen Schulkinder. Jedes Jahr aufs Neue erwärmt es mir das Herz. Seit über 100 Jahren schon das Gleiche mit euch. Immer, wenn die Kinder hier langziehen, ergebt ihr euch stundenlang der Muße, statt eurem Werke zu folgen. Doch ihr habt ausnahmsweise mal recht. Die tausenden Laternen ergeben wahrlich ein hübsches Bild. Vor allem diese kunstvoll geschnitzten Runkeln. Mehr lässt sich aus Viehfutter wahrlich nicht machen. Ha! Dabei erblickte ich schon des Öfteren den ein oder anderen Lausejungen, wie er noch während des Martinszugs an seiner Runkel nagte, statt brav die Lieder zu singen. Ach, naja, Kinder. Aber wohl wahr. Das mit den Liedern sollten die Kinder und auch ihre Eltern besser können. Musikalisch sind wir Bocholter ja nicht erst seit dem singenden Kutscher Winnie Biermann oder seit Camilla Daum. Wie schön die Zeiten, als noch der Gesang die Fanfaren der Spielleute übertönte. Ja, oder in noch früheren Zeiten das Geklapper der unzähligen Holzklumpen, welche beim Martinszug übers Kopfsteinpflaster polterten. Oh, richtig. Das hatte ich fast schon vergessen, das Klumpengetrappel. War es doch ach eins so typisch für unsere Stadt Bocholt. Und jetzt, wo ihr sagt, Weib, vermisse ich es sogar ein wenig. War es doch so, als hätte jedes Kind damals seine eigene Trommel mit sich geführt. Und das passte so gut zu Bocholter Martinsklassikern, wie zum Beispiel Sünte Martins Vögelke. Oder Lasst uns froh und munter sein, auf Martin gemünzt. Nur ein paar Wochen später singen die Kinder in Rede das auch auf ihrem Nikolauszug. Ach Weib, es geht doch um den gemeinschaftlichen Gesang und um das Miteinander. Ist es nicht schön, dass die Kinder mit ihren Laternen umherziehen? Ja, schon. Dabei führt sie ihr friedlicher Weg heutzutage über all jene Orte, an denen zu unserer Zeit Kriegsgerät und schwere Festungsmauern notwendig waren. Vorbei geht es an der Schanze und über den Südwall, durch das Ostertor und entlang der Ost- und Nordmauer. Wenn das nicht voller Symbolkraft des Friedens steckt. Recht habt ihr. Das gemeinsame Ziel der singenden Kinder und auch der Eltern ist unser prächtiges Rathaus. Dem St. Martin-Zug steht's voran, hoch zu Ross, Johannes Biermann, der auch nach 1700 Jahren den Geist des heiligen Martin hier in Bocholt bei einem der größten Martinsumzüge Deutschlands wachhält und schließlich über 3000 seiner leckeren Martinstüten an die Kinder verteilt. Ein Gedenken an einen römischen Soldaten, der nicht ob seines Schlachtenglücks Berühmtheit erlangte, sondern weil er seinen letzten Mantel zu Winterbeginn mit einem Bettler teilte. An dem könnte sich mein Gatte mal ein Beispiel nehmen. Denn eure Faulheit, Israel, war wohl nicht seins. Dass er jedoch als Soldat der kaiserlich-römischen Garde bloß seinen Mantel für einen dahergelaufenen Bettler gab, das allein macht ihn doch nicht zum Heiligen, oder? Nein, mitnichten. Der gebürtige Ungar war ein großer Führer der Christenheit im 4. Jahrhundert. Er gründete im Frankenreich gleich mehrere Klöster und soll sogar Tote zum Leben erweckt haben. Legendär waren dabei sein Großmut und seine Bescheidenheit. Als man ihn im französischen Tours zum Bischof machen wollte, versteckte er sich bekanntlich im Gänsestall. Doch das Geschnatter der Gänse verriet ihn. Ach Weib, was macht eigentlich unsere Martinsgans? Ich kann sie bereits riechen. Ach, gedulde er sich. Sei er froh, dass sich Martin nicht bloß im Maisfelde versteckte. Sonst gäbe es heute wohl nur Maiskolben.